Der Fluss fließt und der Spätsommerwind geht über die Ebene. Die Wassermelonen reifen. Irgendwo in der Ferne im Süden liegt die große Stadt New Orleans, liegt das Meer. Dorthin geht die Sehnsucht des Jungen, geht mit dem Fluss, der breit und träge dahinfließt. Huckleberry Finn liebt den Mississippi. Er ist Teil seines Lebens, seiner Träume. Er gibt ihm Nahrung, wenn er hungrig ist, gibt ihm Kühle, wenn die Sommerhitze die Haut verbrennt. Der Fluss ist voller Geheimnisse. Der Fluss ist sein Freund. Mit ihm unterhält er sich, wenn Tom Sawyer mal nicht da ist. Ihm vertraut er seine Sorgen und Wünsche. Ihm vertraut er seine Abenteuer an. Huckleberry hockt auf seinem Bootssteg und blickt auf den Fluss hinaus. Schaufelraddampfer qualmen flussaufwärts. Er winkt den Menschen, die an der Reling stehen. Huckleberry lässt die nackten Beine vom Wasser umspülen und überdenkt die Tage und Wochen, die er im Haus der Witwe Douglas lebt. Huckleberry Finn und sein Freund Tom Sawyer sind reiche Leute, seit sie das Geld fanden, das die Räuber in der Höhle versteckt hatten. Jeden Tag erhalten sie $1 Zinsen von Richter Thatcher. Davon lässt sie schon ganz gut leben, wenn man so genügsam ist wie Huck. Die Witwe Douglas hat ihn in ihr Haus genommen und will einen gesitteten Menschen aus Huck machen. Wenn Huck nur nicht so widerborstig wäre. Aber die Witwe lässt nicht locker. Du musst fleißig beten, Huckleberry Finn. Und was du erbittest vom Herrn, wird dir erfüllt. Ich hab's ja probiert. Für meine Angel fehlt mir ein Haken. 4-mal hab ich gebetet, dass ich einen Haken bekomme. Denn ohne Haken nützt mir die Angel einen Dreck. Aber es hat nicht funktioniert und ich muss die Fische nach wie vor mit den Händen fangen. Vielleicht versuchen Sie es mal für mich, Mrs. Douglas. Ach, du bist ein Narr, Huck. Um einen Angelhaken betet man nicht. Durch Beten bekommt man geistige Güter. Ach so. Huck leuchtet diese Logik nicht ein. Was soll er mit geistigen Gütern anfangen? Viel lieber sitzt er am Fluss, blickt den Dampfern nach und kaut seine Wassermelone, die er sich von einem der Felder geholt hat. Huck denkt an die Tage, an denen er noch frei und ungebunden durch die Felder stromerte, nichts wusste von Moses und dem ABC. Freilich, ein bisschen hat er sich schon an die Ordnung im Haus gewöhnt, an die Witwe und vor allem an den Neger Jim, der als Sklave bei der Witwe lebt. Mit Jim hat Huck sich rasch befreundet. Jim glaubt an Geister und Jim kann einen Haarball dazu bringen, Hucks Schicksal zu prophezeien. Huck schaut zum Haus hin. Jim sitzt auf den Stufen der Freitreppe und döst in der Nachmittagssonne. Huck schlendert zu ihm hinüber, bleibt dicht vor Jim stehen, lächelt, stößt ihn leise mit dem Finger an. Na los, Jim. Lass mich wissen, was dein Haarball erzählt. Ach, Huck, ich dir schon ein paar Mal erzählt. Du werden großen Ärger haben in deinem Leben und große Freude. Manchmal du werden Wunden haben und manchmal du werden krank sein. Du sollen wegbleiben von Fluss. Denn Fluss steigt und du werden in Gefahr kommen. Du sollen nicht umkommen in Fluss, weil du werden aufgehängt an Ankerspitzen von Dampfer. Was für ein Unsinn, Jim. Du redst wie Moses und die Propheten. Du, Jim, erzähl mir lieber was von meinem Alten. Ich hab im Dorf gehört, der soll wieder in der Gegend sein. Und ich hab so ein bisschen Angst. Er ist in Kammer von Huck, im Haus. Geh hinauf. Er warten schon ganzen Nachmittag auf dich. Huck öffnet die Tür zu seiner Kammer. Sein Herz schlägt bis zum Hals. Im Dämmerlicht sieht er seinen Vater am Tisch sitzen. Das Haar hängt ihm schmierig und lang ins Gesicht. Die Augen funkeln Huck entgegen, der sich furchtsam nähert,
denn der Alte hat ihn oft genug geprügelt, vor allem wenn er betrunken war. Und das war er meistens. Ah. Komm näher, Söhnchen. Komm näher. Lass sie mal betrachten. Ein Jahr lang habe ich dich nicht gesehen. Starr nicht so auf meine Lumpen, willst du wohl eine bis was Besseres, seit du hier in dem Haus wohnst, ne? Vielleicht bin ich's, vielleicht auch nicht. Du sei nicht unverschämt. Ich werde die Mucken schon austreiben. Hat dir denn die Großkotzchen all ihren beigebracht, ne? Die Witwe. Die Witwe. Alle Achtung. Deine Mutter konnte nicht lesen und nicht schreiben, wüsste ihren Tod nicht. Keiner aus der Familie hat sie gekonnt, bis er starb. Nicht mal ich kann's, aber du plusterst dich auf. Ich lass mir sowas nicht bieten, du geschniegeltes Herrchen. Machst Fettlebe, ne? Ein Bett, sauberes Bettzeug. Ein Spiegel auch noch und ein Stück Teppich auf den Dielen. Allerhand. Und dein Vater, der muss bei den Schweinen in der Gerberei schlafen. Du, ich treib's dir aus, ehe wir miteinander fertig sind. Das heißt, du wärst reich? Ich hab kein Geld. Schwindel! Richter Thatcher verwahrt's für dich. Du holst es ab, ich brauch's! Am Illinois-Ufer, 3 Meilen stromab, steht eine Blockhütte, versteckt unter Büschen und alten Weiden. In diese Hütte sperrt der Alte den Jungen und prügelt ihn an allen Tagen, an denen er vom Whisky betrunken nach Hause kommt. Dann zieht er ein Messer und schreit, er werde ihn umbringen, auf der Stelle. Huck weicht zurück und zittert vor Angst. Der Alte aber sackt an der Tür zu Boden und dusselt ein. In seiner Todesangst nimmt Huck die Flinte vom Haken, legt sie quer über ein Rübenfass und richtet den Lauf auf den Alten. So sitzt er und lauert eine Stunde und länger. Dann überwältigt ihn der Schlaf. Los, steh auf! Was soll das heißen? Was machst du mit der Flinte da? Ja, die Flinte... Es war jemand an der Tür in der Nacht, versuchte reinzukommen, da habe ich ihm aufgelauert. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich hab's ja versucht, aber du warst nicht wach zu kriegen. Ah. Na schön. Ruck doch nicht den ganzen Morgen hier rum, raus! Sieh nach, ob ein Fisch an der Angel ist zum Frühstück. Ich mach derweil Feuer. Huck schlendert langsam zum Ufer. Er weiß, er muss noch heute fort. Der Fluss steigt seit Tagen. Im Wasser treiben Stämme von Klafterholz. Plötzlich entdeckt er ein Boot. Ein wahres Prachtexemplar von einem Boot. Kopfüber springt Huck ins Wasser. Mit ein paar kräftigen Schwimmstößen kann er das Boot außenbords fassen, klettert hinein, packt die Ruder und treibt mit raschen Schlägen stromab in eine kleine Bucht. Dort verbirgt er es sorgfältig unter überhängenden Zweigen. Dann rennt er zurück, zieht die Angeln aus dem Wasser. Was dran an den Angeln? Katzenwälse. Wovon bist du so nass? Ich bin vom Ufer abgerutscht und in den Fluss gefallen. Dummkopf. Beeil dich. Ich muss dann ins Dorf. Diesen Augenblick hat Huck herbeigesehnt. Seine Flucht ist gut vorbereitet. Er schleppt alle Vorräte, die im Haus sind, zu seinem Boot. Kaffee, Zucker, Mehl und die restliche Munition für die Flinte. 2 Decken, die Säge, eine Schmorpfanne, Angelleinen, Zündhölzer und anderen Kram. Dann schießt er im Wald ein Wildschwein, zerrt es durch die Hütte, den Pfad zum Steg hinunter. Eine breite Blutspur markiert den Weg. Huck täuscht einen Mord vor. Den Mord an Huckleberry Finn. Es ist soweit. Huck kann verschwinden. Er schiebt das Boot aus dem Gewirr der Zweige ins offene Wasser, springt hinein und treibt es mit den Rudern in die Mitte des Stromes. Die Strömung wirbelt das Boot ein paar Mal herum. Dann hat Huck das Steuer fest in den Händen.
Sein Ziel ist klar. Er wird zur Jackson-Insel fahren. Dort wird er sich ein Versteck einrichten. Er kennt die Insel gut. Als Huck am anderen Tag erwacht, steht die Sonne schon hoch am Himmel. Es ist Zeit, die Insel gründlich zu erkunden. Auf einer kleinen Lichtung entdeckt er Reste eines Lagerfeuers. Leichter Rauch steht noch über der Asche. Hucks Herz trommelt irrsinnig. Erregt spannt er den Hahn der Flinte. Wer ist noch außer ihm auf der Insel? Ist er entdeckt? Verfolgt ihn schon jemand? Huck findet den ganzen Abend keine Ruhe. Er macht sich auf, die Lichtung noch einmal anzuschleichen. Nach einer Weile sieht er Feuerschein zwischen den Bäumen. Als er näher heran ist, erkennt er dicht neben dem Feuer einen Mann am Boden. Der Mann reckt sich und steht auf, wirft noch ein paar Zweige aufs Feuer. Huck erkennt ihn. Es ist Jim, der Neger der Witwe Douglas. Jim! Hallo, Jim! Jim erschrickt und starrt Huck, der langsam näher kommt, entsetzt an. Er fällt auf die Knie, legt die Hände flehend zusammen. Nie nichts tun, nie nichts tun. Ich immer mögen tote Leute und nie was getan. Du wieder zurückgehen in den Fluss und nichts tun, Jim. Jim, Jim, ich bin noch Huckleberry Finn. Du sein Geist, Huck tot, Mause tot. Ermordet und in Fluss geworfen. Aber fass mich doch an, Jim. Bin ich denn tot? Nein, 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 nein. Ich lass mich. Lauf nicht weg, Jim. Pass auf. Ich mach dir meinen Pfiff vor. Hm? Na? Können Tote pfeifen? Weiß Gott. Tom Sawyer hat erzählt, du tot. Das hab ich doch nur vorgetäuscht, Jim. Der Tom hätte das nicht besser gekonnt. Du sag mal, Jim, wie kommst denn du hierher? Ich bin weggelaufen. Jim? Huck, du nicht verraten, Jim. Natürlich, ich sag nichts. Erzähl's mir, was war denn los? Vor ein paar Tagen kamen Sklavenhändler. Ich bekomme Angst und lauschen an Tür bei Witwe. Witwe sagen, will mich verkaufen für $800. Ich laufen, bin auf Jackson-Insel hierher. Und mich verstecken. Jim, ich find's prima, dass du hier bist. Los, komm. Ich hab Mehl und Speck und Kaffee. Hä? Oh. Wir machen uns ein Festmahl auf deine Flucht. Und auf meinen Tod. Huck und Jim genießen die Freiheit, die sie sich mit der Flucht errungen haben. Die Insel birgt 1000 Schätze. Huck fühlt sich als Herr der Insel. Nach Tagen besinnt er sich, dass es gut wäre, mal ans andere Ufer zu fahren, um zu erkunden, ob man seinen Tod betrauert und den Freund vielleicht verfolgt. Denn ein entflohener Sklave ist ein Verbrecher in den Südstaaten. Um nicht erkannt zu werden, zieht Huck Mädchenkleider an, die Jim und er mit allerlei Hausrat aus einer alten Hütte geborgen haben, die das Hochwasser flussabwärts trieb. Huck, als Mädchen verkleidet, lässt sich von Jim noch einen passenden Hut auf den Haarstopf drücken, dann rudert er los. Am Illinois-Ufer macht er das Boot unterhalb des Ortes fest und schleicht sich an das erste Haus heran. Durch das Fenster sieht er im Licht der Tischlampe eine Frau, die ihm unbekannt ist. Huck nimmt allen Mut zusammen und klopft an die Tür. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Na, komm rein, Mädchen. Setz dich doch. Wie heißt du denn? Sarah Williams. Ah, Sarah Williams. Wohnst in der Nachbarschaft? Nein, in Hookerville. Sieben Meilen flussabwärts. Ich bin den ganzen Weg gelaufen und schrecklich müde. Hungrig sicher auch. Ich hol dir was. Nein, 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 danke. Ich muss nämlich zu meinem Onkel. Ebner Moore. Und ihm sagen, dass meine Mutter krank ist. Er wohnt am anderen Ende vom Dorf, der Onkel. Das ist noch ein ziemliches Ende, was? Ja. Nimm doch den Hut ab. Nein, nein, ich gehe schon wieder. Ich wollte mich nur ein bisschen ausruhen. Ich finde es ja leichtsinnig von deiner Mutter, ein Mädchen wie dich so halb in der Nacht so einen weiten Weg allein gehen zu lassen. Warte mal hier, bis mein Mann zurück ist. Der bringt dich hin. Ach, wo? Na, die Gegend ist ziemlich unsicher.